Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 308. Okay, die Kinder sitzen alle ganz brav auf dem Töpfchen. Jenny, ich gebe dir was zu tun. Und zwar, das ist im Kreativbereich. Mal gucken, wo wir das finden. Dort nicht. Und dann muss ich nur dran denken, wieder das Essensbestreben anzumachen, wenn sie was kochen sollen. Hier, Bestseller-Autorin. Und zuerst soll sie zwei Bücher schreiben und eine Stunde schreiben, wenn inspiriert. Dann lassen wir sie doch gleich mal eine Musebeere essen. So. Mal gucken, ob das ihre sehr konzentrierte Stimmung überschreibt. Jawohl. Schreiben. Genrebuch schreiben. Kinderbuch. So. Und anscheinend hat sie schon mal ein paar Bücher geschrieben. Zumindest sieht das so aus. Ich guck mal, ob sie da schon Fähigkeiten hat. Nein. Okay, ich nehme jetzt einfach mal diesen Titel und ihr könnt mir ab jetzt gerne Buchtitel in die Kommentare schreiben. Und immer wenn sie dann Zeit hat zum Schreiben und ein neues Buch schreibt, dann nehme ich einen von euren Buchtiteln. So, jetzt gucken wir hier mal. Ja, also sie hatte noch keine Schreibfähigkeit. Normalerweise kann man am Anfang immer nur Kinderbücher schreiben und sie hatte mehr Auswahl. Aber das liegt vielleicht an was anderem. So, ein Kind ist rot. Nein, mach kein Puppenhaus kaputt. Nicht. Braucht Aufmerksamkeit. Warte mal, dann kannst du doch einfach mit deiner Schwester quatschen. So. Lust und liebevoll umarmen und so. Und die Postbotin kommt schon wieder durchs Haus. So. Dreckig ist sie auch. Naja, nach dem Buchschreiben muss Jenny sich da mal kümmern. So. Liebevoll umarmen. Und lustige Gesichter schneiden. Ja, das wird doch schon besser. So, jetzt mache ich noch einen Screenshot von Jenny, wie sie hier schreibt. Weil das ist hier was Neues und Besonderes. So, komm, weg mit dir. Okay. So. Jawohl, sehr schön. Schreibt sie ein schönes Kinderbuch. Okay. Und immerhin hat sie jetzt schon Level 2 erreicht. Das ging ja flotti karotti. Und jetzt gucke ich mal nach den größeren Kindern. Schon wieder Hunger. Haben da mehrere Hunger? Habe ich die nicht was essen lassen? Die haben alle so Halbhunger. Vielleicht war das nicht so ergiebig, was ich ihnen da gegeben habe. Naja, ich stelle mal Pasta Primavera auf den Tisch. So. Eigentlich wollte ich ja nach den Fähigkeiten gucken. Und zwar... Ja. Uiuiui. Denken, Fantasie und Töpfchen. Aber Fantasie und Töpfchen sind sehr dicht dran. Dann lasse ich sie... Ja, eins nach dem anderen abarbeiten. Aber jetzt muss sie erstmal essen. Naja, und wenn sie gegessen hat, dann soll sie kurz mit Puppen spielen, sich mit Formen beschäftigen und dann aufs Töpfchen. Und dann muss ich halt nochmal nach ihr gucken. Okay. Wow, die kleine Pauline, die muss... Nein, nicht, kein Chaos machen. Die muss nur noch aufs Töpfchen. Also, ab aufs Töpfchen mit dir.
Katze. Essen im Kühlschrank. Wahrscheinlich muss sie noch zweimal aufs Töpfchen. Und die Anja, die muss auch denken. So. Und dann auch nochmal aufs Töpfchen. Ja, das dauert schon noch bis heute Abend mit dem Geburtstag. Das gibt dann, ja, einen stressigen Schulfreitag, aber dann ein ganzes Wochenende, wo sie hochleveln können. Aber wir haben dann leider immer noch keine Teenies im Haus. Keine Chance. Nun ja. So ist das nun mal. Und Jenny schreibt fleißig. Okay, ja, und die... Oh, Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Okay, wer war das? Josie. Josie, genau. Dann kannst du aufhören mit Puppenhaus spielen. Und dich dann dem Denken widmen. Ja, da muss er noch ein bisschen länger. Und hier Pauline. Wird immer hungriger. Ich setze sie aber trotzdem nochmal aufs Töpfchen. Und die Anja. Ja, die muss noch eine ganze Weile denken, bevor die dann auch nochmal aufs Töpfchen muss. So. Jetzt gucken wir nach den anderen. Ah, hier meldet sich auch schon wieder Hunger. Und was macht sie gerade? Bällebad, ja, ist in Ordnung. Du kannst einfach noch eine Runde im Bällebad spielen. Und die Judy spielt mit dem Puppenhaus, das ist auch in Ordnung. Wow, die hat schon bald Level 3 der Bewegungsfähigkeit. Nicht schlecht. Ja, ist schon wieder müde. Die muss dann mal gebadet werden. Unbedingt. Ja, oh, Jenny hat ein Buch fertig geschrieben. Ich denke mal, für heute reicht das dann auch. Jenny, dann kannst du dein Buch mal selbst verlegen. So. Und dann holst du noch die Post ab. Und hat es gezählt? Ja, 2 Bücher schreiben und 1 Stunde schreiben, wenn inspiriert. Sehr, sehr gut. Wenn sie so weitermacht, kann sie danach dann auch bald mal an einen Verlag verkaufen. Okay, Jenny, da war ein Mädel, das brauchte dringend deine Aufmerksamkeit. Hier, die kannst du mal erstmal knuddeln. Das ist die Judy, genau. Hier ist die Judy. Umarmen die mal liebevoll und dann bade sie mal. Baden. Baden. Judy. Und ich hoffe dann... Ja, die Achtsamkeit ist jetzt schon ziemlich gut. Wunderbar. Also so eine liebevolle Umarmung wirkt geradezu Wunder. Okay, Josie. Hat gerade ihren Level geschafft. Dann geh du mal aufs Töpfchen. Das ist zwar leider gerade schmutzig, aber das kriegst du hin. Und hier, Pauline, sehr hungrig. Okay, dann muss ich jetzt mal Essen servieren. Nehmen wir mal die Butternut-Gnocchi. So. Na, das war mal wieder nix. So, jawohl. Die Anja, die sitzt gerade. Haben wir hier ein Level?
Sie kriegt auf jeden Fall erstmal was zu essen. Muss nochmal für ganz kurze Zeit aufs Töpfchen und für kurze Zeit denken. Okay. Die Melanie ist auch hungrig. Und die Judy ist vor allem müde. Aber die holt sich jetzt was zu essen, das ist eine gute Idee. Sonst wird die nämlich auch gleich hungrig. Und ja, wenn die noch ein bisschen durchhält mit der Müdigkeit, dann kann sie mit den anderen zusammen ins Bett gehen. So. Jetzt checke ich hier nochmal die Level. Okay. Die hat's geschafft. Pauline. Sehr gut. Josie hat's auch geschafft. Anja braucht noch ein bisschen. Aber ich würde sagen, gleich nach dem Essen feiern wir mal mit den beiden, die es schon geschafft haben. Habt ihr jetzt alle was zu essen? Hier ist noch ein rotes Kind. Ah ja. Rot und müde. Tja. Naja, jede Minute durchhalten zählt momentan. Damit die in den gleichen Rhythmus kommt. So. Geburtstag. Also, das war Josie. Josie und Pauline. Und die Anja. Die ist gerade fertig. Die soll noch einmal aufs Töpfchen gehen. Und dann noch einmal mit den Blöcken spielen. Dann schafft die das auch. Ja, sehr schön hast du den Teller hingestellt. Jenny, du kriegst jetzt zu tun. Helf mal der Josie und der Pauline bei ihrem Geburtstag. So. Es wird auch Zeit bei denen. Höchste Zeit. So, sehr schön. Okay, da machen wir mal wieder kreativ und fröhlich. So, Jenny, neue Kerzen. Oh, eine coole Frisur. So, jetzt kommt Pauline dran. Jawohl. Ja, und die Anja hat sich fleißig hingesetzt. Vielleicht kann die dann auch gleich feiern. Ja. Sehr gut. Du wirst auch kreativ und machen wir einfach kreativ. So, Geburtstagskerzen hinzufügen. Oh. Na, mit der müssen wir aber in den Kasten. Okay, ich glaube, die Anja ist auch soweit. Jawohl. Also. Nee, so rum. Geburtstag feiern. Helfen, Kerzen auszublasen. Anja. Und bei der Anja sagen wir, sie soll aufhören, mit den Blöcken zu spielen. Oh, sie macht gleich Hausaufgaben. Das ist doch gut. Das müssen die nämlich gleich mal tun. Und dann möglichst noch was malen, um den Level 2 zu kriegen. Okay. Jawohl, komm Anja.
Ist da jetzt irgendwas schief? Jetzt, jetzt. Ich dachte schon. So war ich einfach zu ungeduldig. Wir machen sie vielleicht mal gesellig. So, und jetzt Geburtstagskerzen hinzufügen. Ja, du darfst bald in die Badewanne und später kriegst du auch Geburtstag. So. Und jetzt mal gucken, sie hat schon Level 2 mit irgendwas, das ist gut. Ne, nicht in Welt platzieren. Nein, 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 nein. Sorry, steck es wieder in dein Inventar. Na? So. Also sie ist soweit fertig. Die Pauline, die soll mal die Hausaufgaben fertig machen. Und hat auch schon in etwas Level 2. Das ist gut. Die Anja noch nicht. Die schläft schon. Lass ich die noch ein schnelles Bild malen? Ja, die ist jetzt nicht so müde. Zeichne mal ein Bild. Musst du nicht mal fertig malen. Und eigentlich kann sie dann auch Hausaufgaben noch schnell machen. So, weil die kriegen dann ja Hochleistungsbetten. So. Und dann gehe ich mal in den Kass. So, erstelle einen Sim. Und ich denke mal, ich mache auch die Frisur von der... Wie heißt sie noch? Eieiei. Also eine Brille können wir mal machen, finde ich. Das ist in Ordnung. Haben wir sonst nie. Auch das Outfit gefällt mir ganz gut. Und das können wir vielleicht eine schönere Farbe nehmen. Nehmen wir doch einfach dieses hier. Und dann das hier auch in Lila. Und dann ist... Oder in Rosa. Ja, okay. Dann kriegt die Josie. Die kriegt eine andere Frisur. Die ist zwar schon sehr lustig, aber es muss nicht unbedingt sein, finde ich. Wir haben so schöne Frisuren für die Kinder. Nehmen wir einfach die. Ja. Und die Klamotte ist in Ordnung. Die kann man so nehmen. Die Schlafklamotte. Ja, eigentlich brauchst du keine Schuhe im Bett. So, und hier haben wir einiges zu tun. Also erstmal keinen Turban. Die Frisur ist okay. Das Outfit, naja. Da finden wir auch was Schöneres. Also zumindest so für meinen Geschmack was Schöneres. Muss jetzt ja nicht so was ganz Exotisches sein. Wie wär's denn damit? Und dann kriegst du auch noch andere Schuhe. Sind die okay? Ja, ich würde sagen, die sind ganz okay. Und das ist auch in Ordnung. Brauchst aber auch keine Schuhe. Gut. Dann sind die jetzt soweit verarztet. Ja, dann schauen wir mal, wie viel wir da heute noch schaffen mit denen. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich schon geschafft für den ersten Schultag. Und danach ist dann sowieso Wochenende. Ja, wirklich schade, dass keine von denen es bis zum Teenie-Alter geschafft hat am Wochenende. Naja, dann lasse ich die Jenny halt noch ein paar Bücher schreiben, statt dass sie schon mal die Kochkarriere anfängt. Okay. Oh, da muss aber jemand dringend aufs Töpfchen. Eine sehr gute Gelegenheit, auf eins dieser dreckigen Töpfchen zu gehen. Und die Judy, die ist schon wieder todmüde. Die setze ich aber auch nochmal aufs Töpfchen. Und Jenny, du kannst mal die anderen Töpfchen alle sauber machen. Weil das ist ja eine Zumutung für die kleinen Kinder. Warte mal, die Jenny ist müde. Wieso ist denn die Jenny müde? D-
Das finde ich aber seltsam. Ist da irgendwas passiert, was sie müde gemacht hat? Denn eigentlich ist Jenny nie müde. Die hat doch dieses Bonusmerkmal nie müde. Aber vielleicht ist das kaputt gegangen. Hier, niemals erschöpft. Niemals erschöpfte Sims brauchen keinen Schlaf. Ach so, ja. Hier kann man jetzt nicht sehen, welches sie schon hat, weil sie gerade nur noch 5.500 Punkte hat. Aber hier können wir sehen, was sie hat. Da, sie hat niemals erschöpft. Na, irgendwas hat sie müde gemacht. Dann kann sie auch mal schlafen. So schlimm ist das ja nun nicht. Ja, Judy kommt auch. Ich könnte sie auch auf einen anderen Topf setzen. Einen, der schon sauber ist. Geh mal auf dieses Töpfchen. Und danach darfst du gleich ins Bett. Jenny, du machst noch mal dieses Töpfchen sauber. Ach so. Ja. Okay. Die Melanie, die kann jetzt einfach mal ins Bett gehen. Sehr gut. Und die Judy braucht keinen Tobsuchtsanfall bekommen, auch nicht auf das zweite Töpfchen gehen. Die soll dann einfach schlafen. Was liegt eigentlich hier rum? Ein Hausaufgabenbuch. Das tue ich mal ins Bücherregal. Zup, 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 zup. Na. Oh, da hat jemand ein Level geschafft. Muss ich doch gleich mal gucken. Aber die kleine Judy wird gleich hier wirklich kollabieren oder Tobsuchtsanfall in 3 Stunden. Ja, bis dahin hat sie ihr Töpfchen erledigt. Und mal gucken. Level 2. Ja, sie hat auch schon Level 2. Die kommen irgendwie flotter voran, so gefühlt, als die Drillinge. Aber, naja, gut, sie hat hier an ganz vielem noch gar nichts. Also, sie kommt auch nicht flotter voran. Ja, jetzt kannst du endlich ins Bettchen gehen. Gut. Und dann schicke ich die Jenny einfach auch ins Bett. Ich bin ja gespannt, ob sich das wieder einrenkt. Mit dem Schlaf und der Müdigkeit. Vielleicht ist es auch ein Bug. So, ja, schlaft mal alle schön, damit ihr morgen für die Schule fit seid. Ah, die Anja, mal gucken. Die hatte ich ja alles Mögliche tun lassen. Oh, sie hat die Hausaufgaben gemacht, aber sie hat noch nicht den Level 2 erreicht. Da muss er halt morgen früh eine kleine Runde malen. Sonst hinkt die einen Tag hinterher. Jo, die eine von den dreien, die hier bleibt, die zieht dann später in dieses Zimmer. Das wird dann ihr persönliches Zimmer. Und vielleicht kann ich das dann auch noch ein klein bisschen persönlicher einrichten. Also nicht sehr viel, es ist ja nicht viel Platz da, aber immerhin hat sie hier ein Bücherregal und einen Sessel und vielleicht können wir da noch irgendwas hinstellen. Ein Minischränkchen vielleicht. Tja. Ja, viel Schränke haben die hier irgendwie nicht. Aber man braucht ja eigentlich auch nicht unbedingt viel Schränke. Auf jeden Fall kriegt die das Zimmer und das schließe ich dann auch für sie ab. Damit nicht immer die Alessia da reinkommt. Okay, oh, ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder ordentlich lang und alle schlafen. Also kann ich ja auch Schluss machen mit der Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.